Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Feller und hier heute jetzt der zweite Teil der Triggerpunktbehandlung. Wir hatten darüber gesprochen, was ist ein Triggerpunkt und wieso kommt es dazu, dass sich Triggerpunkte ausbilden. Frage jetzt ist natürlich, wie genau kann ich einen Triggerpunkt behandeln? Hier gehen wir nach dem Prinzip der ischämischen Kompression vor. Kompliziertes Wort, eigentlich gar nicht so schwer. Wir wollen mit dem Finger auf den Triggerpunkt reindrücken und wollen erstmal auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 ungefähr auf eine 7 kommen. Haben wir die 7 erreicht, dann können wir diesen Punkt halten für 20 Sekunden, gehen wieder raus, massieren eventuell das Gewebe noch ein bisschen weiter, gehen dann nochmal rein für 20 Sekunden. Das Ganze wird dreimal wiederholt, dreimal für 20 Sekunden. Das Ganze ist allerdings nicht festgeschrieben. Ihr könnt es auch machen für 30 Sekunden und das Ganze zweimal wiederholen. Ihr könnt auch 60 Sekunden machen und es nur einmal behandeln. Das ist nicht wirklich festgeschrieben. Wie gesagt, die medizinische Datenlage ist da immer noch ein bisschen schwammig. Also es gibt kein genaues Muster, wie man vorgehen muss und dann nur dann kannst du einen Triggerpunkt auflösen. Außerdem können wir mit dem Prinzip der ischämischen Kompression auch noch andere Dinge verbinden, wie zum Beispiel die aktive und passive Mobilisation eines Muskels. Falls ihr da Interesse habt, dann guckt gerne mal unter meinen Triggerpunkt-Videos unter Top 3 Triggerpunkte oder verschiedene andere Themen, ja? Was muss man beachten, wenn man Triggerpunkte behandelt? Wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann werde ich ihm meistens nicht nur eine reine Triggerpunktbehandlung geben, sondern meistens kommt es erstmal zu einer gewissen Vorbereitung. Dann über Deep Tissue Techniken gehe ich irgendwann auf die Triggerpunkte ein. Es kann aber sehr gut sein, dass ich einen Triggerpunkt finde. Ich behandle den, dem geht es erstmal ganz gut, der kommt nächste Woche wieder und alles ist wieder beim Alten. Weil wir unterscheiden müssen zwischen primären Triggerpunkten und sekundären oder sogenannten Satellitentriggerpunkten. Was ist das genau? Ein primärer Triggerpunkt wäre sozusagen ein Muskel, der gibt den Geist auf, weil er überlastet ist. Der ist sozusagen komplett überfordert, der bildet Triggerpunkte aus. Aber der Mensch ist ja schlau, der Körper ist schlau und andere Muskeln übernehmen die Arbeit von dem Muskel, der nicht mehr so kann. Und was passiert? Diese Muskeln sind irgendwann auch verspannt, überlastet und bilden Triggerpunkte aus. Das wären dann sogenannte sekundäre Triggerpunkte. Wenn ich also immer nur die sekundären Triggerpunkte behandle und nie zum primären Triggerpunkt komme, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht besonders erfolgreich sein. Außerdem gibt es sogenannte Klassiker oder Superklassiker, Triggerpunkte, die man eigentlich immer findet. Deswegen in meinem Unterricht fange ich meistens mit dem Musculus trapezius an. Da haben wir zum Beispiel einen dieser Punkte, die man fast immer findet. Es gibt ihn außerdem noch beim Gluteus medius oder auch in der Wadenmuskulatur. Des Weiteren müssen wir darauf achten, auf bestimmte Kontraindikationen. Wann sollten wir vorsichtig sein mit einer Triggerpunktbehandlung? Was könnt ihr euch da vorstellen, was da in Frage kommt? Natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtig sein bei Wettkämpfen, also bei Sportlern, die direkt vorm Wettkampf sind. Wir wollen ja massiv Spannung aus dem Muskel rausnehmen und das verträgt sich nicht besonders gut mit einem Spannungsaufbau, den die meisten Sportler betreiben, bevor es zum Wettkampf geht. Also nicht direkt vorm Wettkampf. Außerdem müssen wir vorsichtig sein bei Menschen, die Blutgerinnungsmittel nehmen. Wir müssen vorsichtig sein bei Leuten, die Osteoporose haben und diverse andere Sachen auch noch. Das findet ihr alles in unserem Skripten, wenn ihr uns mal besucht, in unserem Seminar. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Viel Spaß beim Üben.